Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play von MC Kicks und Cone Knight. Wir machen jetzt mal einen Abzweig, sag mal so. Wir haben sich ja damals entschieden, die Orianna zu suchen und Syana nicht zu befreien. Und jetzt machen wir mal einen Abzweig. Befreien mal Syana und gucken, wohin das führt. Monster, eins mehr. Wieder mal. Sie müssen sich in der Bank verbarrikadiert haben. Ich kann nicht zulassen, dass sie mich sehen und den Vampir. Bist du bereit? Du musst nur anzurichten. Zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damian, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Galonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxe Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich brennst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Ich habe andere Pläne. Und welche? Ich kann nur sagen, dass ich Syana dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Syana wartet auf ihren Prozess. In Haft. Wissen wir. Aber wir müssen es nicht hinnehmen. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben. Wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und wir direkt danach. Das Risiko gehen wir ein. Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Geralt. Moment. Als ich Syana zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer. Was hat die Herzogin getan? Syana in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kaserne zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Der arme Typ, sein Gesicht total verunstaltet. Tut mir echt leid. Vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens. Gehen wir, Vegas. Hier. Das Spielzimmer ist hinter dieser Tür.
Regis, warum hilfst du uns nicht gleich immer so? Nein, wir sind dann mit den Bruxen und mit dem ganzen anderen getümter Abschluss. Natürlich. Regis, ich will diese Tür, der soll lieber nicht einschlagen. Auf Anna Henriettas persönliche Anordnung. Danke. Zu Diensten. Na komm. Holzente. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Schöne Melodie. Ja, wirkt ein Schock. Ziemlich abgenutzt. Ist wohl viel im Einsatz gewesen. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein war. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Siana hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken können. Es stimmt, dass Siana jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anarietta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Siana gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Henrietta schon zwei Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Siana die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anna Henrietta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze. Ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der tausend Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten. Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Psst, unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal! Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Siana zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Das ist traurig. Das ist wirklich so. Wenn du einmal ein schwarzes Schaf bist, bist du immer der Sinn. Noch mein Leben lang. Wird keiner mehr glauben. Ich gab dem Mädchen heute eine Lektion Nilfgaard. Siana gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anna Henrietta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als Bloede Kusse.
Sianna und sie wären bald erstickt vor Lachen. Hm. Loede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Sianna in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Wo ist dieses Buch? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wenn wir die Tür aufmachen, dann geht's gleich weiter. Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Ein Zinnsoldat. Sieh da, ein Schlüssel hinter einem Bild. Ein goldener Schlüssel. Der Teppich. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. Da ist das Büchlein. Ist es das? Mal sehen. Geralt, den Spruch, mein Gott. Tu dich doch nicht immer so schwer. Wo landen wir jetzt denn? Regis? Regis? Der lässt uns wieder alleine. Oh Mann. Land der tausend Märchen. Sehen, wo der Weg hinführt. Das Auge von Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst wird. Das klingt interessant. Oh nein, nein. Verdammt nochmal! Er hat meinen Lebkuchen gefuttert. Jetzt wird er gefuttert. Wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und blech.
Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Dore Kuh. Die Glücksjagd, wir hätten sie jetzt fast erwischt. Kurz noch das Silberschwert reparieren. Böse Hexe. Komm, Panther, du willst doch spielen. Endlich mal. Was zum Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, ich. Wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Danke. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sienna? Bist du das? Ist eine Weile her, Hans. Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Entspann dich, ich bin nicht zum Spielen da? Was soll das heißen? Hans weiß, was das heißt. Also sagt er mir lieber sofort, wo die Bohnen sind. Nicht wahr? Sienna, ich... Es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich sage die Wahrheit.
Ich schwöre, Anarietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst. Und wo? Weiß ich nicht, aber Jost, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir, verstanden? Jetzt. Also schön, was willst du hier? Wie freundlich, wie eh und je. Ich bin hier, um dich zu befreien. Freundlich von dir, aber Zeitverschwendung. Ich befreie mich selbst. Vielleicht, vielleicht nicht. Mit meiner Hilfe würdest du dich leichter tun. Das hast du ja gerade gesehen. Hm. Und du hast noch nicht erklärt, was ich dich schere. Detlaff. Er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlaff. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen? Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlaff triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen. Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlaff sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexe. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine Hand drauf. Was ist denn mit dir los? Die kommt gleich sympathisch rüber. Dass die anderen Menschen nicht sterben sollen. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Er ist eine Illusion, nicht wahr? Ja, von Artorius Vigo. Anna Henrietta und ich kamen immer her und spielten unsere Lieblingsmärchen. Die Hexe wirkte aber nicht, als hätte sie gespielt. Magische Entropie. Ohne Pflege verwildert der Zauber mit der Zeit. Deine Schwester hat dir aber ein gefährliches Gefängnis ausgesucht. Das täuscht. Wenn ich die Märchenfiguren nicht provoziere, tun sie mir nichts. Aber du gehörst nicht hierher. Sei lieber auf der Hut. Okay, alles klar. Wenn du davon sprichst, die Ritter, die Detlaff getötet hat, was haben sie dir angetan? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyron. Daran werde ich nicht gerne erinnert. Aber du solltest es wohl erfahren. Als meine Eltern mich verstießen, befahlen sie diesen Rittern, mich aus dem Herzogtum zu eskortieren. Sie alle taten es, ohne ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Es war doch ein Befehl, wie du sagst. Mhm. Aber Crespi hatte keinen Befehl, mich beim ersten Fluchtversuch mit einer Pferdepeitsche zu traktieren, bis ich das Bewusstsein verliere. Und Dulac hatte keinen Befehl, mich hungern zu lassen und zu misshandeln. Damals habe ich gelernt, dass Ritter gar nicht so ritterlich sind, wenn keiner zusieht. Okay, das ist schon hart. Das erklärt einiges. Schockierend, nicht wahr? Dein Urteil stand sicher schon fest, ohne mich anzuhören. Das ist immer so. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wegen dem wurdest du verbannt, stimmt's? Mhm. Böse Prinzessinnen. Mutantinnen. Gewiss hast du von uns gehört. Eine habe ich schon getroffen. Renfri von Kreten. Und? War sie wirklich ein Monster? Grausam war sie jedenfalls. Weswegen? Ob es der Fluch war oder ihr Schicksal, das frage ich mich bis heute. Du hast sie getötet, nicht wahr? Ich hatte keine Wahl. Amüsant. Das hat meine Mutter auch gesagt, als sie mich rausgeworfen hat. Und was sind das für Bohnen? Erklärst du es mir? Mhm, sicher. Aber du musst dich noch gedulden.
Es führen zwei Wege aus diesem Land. Einen davon hat meine reizende Schwester blockiert. Der andere ist da oben, in den Wolken. Er ist schwer zu erreichen, weil sie die Bohnen hat verschwinden lassen. Aber unmöglich ist es nicht. Ich verstehe immer noch nicht. Schon gut, hör einfach zu. Der Junge, das war Hans, der mit der Bohnenranke. Kennst du das Märchen? Hans klettert an einer Riesenbohnenranke bis in ein Wolkenschloss, das einem Riesen gehört. Das können wir auch, sobald wir wissen, wo Anarietta diese verfluchten Bohnen versteckt hat. Es gibt drei. Eine rote, eine blaue, eine gelbe. Was denn? Warum reicht nicht eine Bohne? Es muss ganz genau wie im Märchen passieren. Alles klar? Suchen wir Jos. Vielleicht kann er uns helfen. Du gehst voran. Meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Das ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts. Also, was genau geht eigentlich in der Stadt vor? Blutvergießen, Gemetzel. Darum sind wir in Eile. Keine Sorge, die Zeit läuft in der Märchenwelt anders. Wir können hier eine Woche bleiben und draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. Das ist ziemlich vorteilhaft. Habe. Die wurden hier postiert, um die Märchenwelt vor Eindringlingen zu schützen. Also vor dir. Oh, Einhörner! Fangen wir sie ein! Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich nehme das in rosa. Blitzen. Aufregend, nicht wahr? Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Geralt, du Perverser, alter Sack. Die reißen mich eher ein Stück als ihn. Aber das interessiert die anscheinend ja keinen. Dieser Wolf fort. Mir gefällt der Angriff so gut, so viele Angriffe. Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Pass bloß auf, die Wölfe kommen. Das wird interessant. Also, fangen wir an. Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist, richtig? Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im geringsten. Hilfe! Wölfe! Der Kleine, ey. Der macht mich fertig. Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so. Und niemand bewacht sie. Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Wölfe! Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht.
Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der tausend Märchen. Ihr Leute! Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Kapiert? Also gut, wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ah, gut. An die Arbeit. Als hast du die drei kleinen Schweinchen, er sagt ja doch irgendwas von wegen. Du musst diesen Ort geliebt haben. Zuerst schon, aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar Teegesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fade. Ja, ja, Kobolde. Wir sehen uns später. Ungewollte und in der Schwingische Kinder gesucht und gehört dieser Schuh, frische Waren, Pfote weg von meiner Matratze, Personen gesucht. Ganz verloren, oh je. Auftrag von einer Gans, das ist neu. Zigarillo? Tabak? Eine Prise Fistech? Du weißt, Drogen, wie ich mich. Aus welchem Märchen bist du? Ich habe mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da habe ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann habe ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Das Band. Verrätst du mir, was es damit auf sich hat? Da gibt es nicht viel zu verraten. Ich habe es von Artorius Vigo bekommen, als ich noch klein war, um mich vor dem Bösen zu schützen. Hat wohl nicht funktioniert, wenn ich mir ansehe, was aus mir geworden ist. Aber es bedeutet dir was. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht viele Andenken an meine Kindheit. Und das Band erinnert mich an alte Zeiten. Als ich noch jemand anders war. Meine Lieben, würde es euch viel ausmachen, diese rührende Szene anderswo fortzusetzen? Ihr verkauft mir die Kunden. Welche Kunden? Gib Sienna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen. Das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Die ist hier voll die Drogendealerin. Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Na komm, wenn ihr es nicht wisst. Also spielen wir. Wenn du verlierst, kriege ich das Band. Freu dich nicht zu früh. Beim Quint kriegt mich keiner klein. Oh, ich hoffe, die zockt uns jetzt nicht ab. Die leg mal weg, die leg mal auf. Bloß ein Spion, das ist nicht gut. Noch einer, jawohl.
Dann mache ich mal so. Und gewonnen erste Runde. Jawohl, noch ein Spion. Was kann denn die Skoyatel-Fraktion? Jetzt schon insgesamt 50 Punkte hätten, ohne dass die uns was tun kann. Freu dich nicht zu früh. Game ist schon so gut wie geworden. Spielen mal schlau, dass die unsere guten Karten nicht töten kann. Wenn sie noch irgendwas. Ah, sie hat da noch irgendwas im Arm, 100%ig. Wir machen jetzt so. Wenn schon dann richtig auf volle Pulle gehen. Sie ist nicht zu besiegen, ja, ja. Ein Witz. Nicht übel, Kollege. Ein Wort ist ein Wort. Das Band gehört dir. Jetzt verzieh dich. Sag's euch voll. Gut, die Drogendealer. Erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich. Danke. Die kann ja lächeln. Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wahrscheinlich mit Artzeichen das wegpusten. Sonst gewusst. Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Gruppen schon weggepustet. Es ist nur noch der Stein. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Jost gesagt hat? Fette Schweine. Ich
Komm schon. Die Schweinchen, die sind ja schlimmer wie manche andere Bosse. Diese Schweinchen. Jetzt gibt es Schaschlik-Spieß. Nein. Nein. Was ist das Schweinchen? Nein. Ah, nochmal unten drunter. Gerissen. Nein. Blaue Bohne. Der große böse Hexer hustete und hustete. Und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Warum so schockiert? Na, als du hergekommen bist, hast du eine Schnute gezogen und dir irgendwas in den Bart gemurmelt. Und jetzt das? Ein Scherz. Nicht mal ein schlechter. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Und? Gefällt es dir hier? Nein, ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. Flirten Sie mit uns? Immer an ihrem Zopf hochgestiegen, aber den sehe ich nirgends. Wir finden einen anderen Weg. Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte, weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat? Die hat ein glatzköpfiger Bauersknecht. So tief in der Erde. Ja, das muss es sein. Gehen wir. Hier könnte ich mich raufziehen. Dann muss ich springen. Wenn du meinst. Ich warte hier unten, wenn es dir recht ist. Bin nicht gerade ein Kletterkünstler. Ein toter Prinz hat versucht, Rapunzel zu befreien, ist abgestürzt und hat sich den Hals gebrochen. Alter, voll die krassen Geschichten. Das darfst du noch kein Kind zeigen, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, klar, bei so einem Gebäude ist kein Wunder, dass er sich den Hals gebrochen hat. Du bist ein Wunder, wenn die uns den Hals hier nicht brechen. Oh Mann. Oh, hier geht's hier rein, Gott sei Dank. Ich hab, Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, ich muss dann draußen irgendwie wieder rumklettern. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Bestimmt ein glatzköpfiger Typ oben. Tja, Selbstmord begangen. Aber das gefällt mir nicht. Böses Rapunzel. Achso, die halten sich in den Zeitraum. Muss man töten. Die hat sich an ihrem Haar erhängt. Oh je, wie weh. Das kommt davon, wenn man die Geschichten der Kinder nicht pflegt. Hier ist die gelbe Bohne. Hätte mich geärgert, wenn die Ketterei umsonst gewesen wäre. Hier gab es doch Aufträge, oder? Ein goldenes Ei und so. Kann man da irgendwie runter? Kann man das probieren? Ich kann leider nicht nach unten gucken. Ich mach mal erstmal schnell speichern.
Ich will da runterspringen. Ob ich das überlebe? Banzai! Boah, das war eine geile Aktion. Puh. Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel. Offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage. Alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlaff war ein Werkzeug. Und sonst nichts. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen. Nein. Am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlaff rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm, mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinem Sinn. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Ein höherer Vampir beeindruckt dich nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das mutig oder idiotisch ist. Ich konnte schon immer gut mit scheinbar gefährlichen, stillen Typen. Meinst du damit etwa auch mich? Oh Mann, ich muss dich enttäuschen, Geralt, aber du bist nicht der Mittelpunkt der bekannten Welt. Obwohl du mich manchmal an Detlaff erinnerst, in der Weise, wie du deine Gefühle unterdrückst und stets auf gleichgültig machst. Weißt du, als ich Detlaff traf, da ich wusste einfach, intuitiv vielleicht, dass er mir nichts tun wollte. Dass er mir Angst einjagen wollte, weil er sich selber gefürchtet hat. Verstehst du das? Glaube schon. Und dann? Wir haben geredet. Und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild. Tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden. Ja, es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben, oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hast eine Vergangenheit mit Detlaff, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Ich habe immer das Gefühl, die ab und zu halt richtig aggressiv und dann wiederum nett und irgendwie, ich weiß es nicht, freundlich und danach in der nächsten Moment wieder wie eine Chimäre, die einen in der Luft zerreißen würde, wenn sie könnte. Haben wir hier nicht irgendwelche Aufträge angenommen? Nein, wahrscheinlich nicht. So. Die drei Bären sind am nächsten. Oh, immer diese Kobolde, wie die nerven.
Sie schneiden sich hier entscheiden, müssen sie beschneiden. Was ist das? Was war da zum Einsammeln? Oh. Fickle bist du Fibler. Drei Bären. Drei Stühle, drei Betten, drei Schüsseln. Eine zu groß, die zweite zu klein, die dritte gerade recht. Blonde Locken. Der Rest der Leiche ist zu verstümmelt. Da lässt sich nichts sagen. Sie hat es verdient, finde ich. Nie hat sie gefragt, ob sie etwas haben darf. Hier ist keine Bohne. Wir müssen weitersuchen. Ich hab gedacht, da kommt noch was. Aber wenigstens muss man nicht mit dem Bären kämpfen. Oh, der große böse Wolf kommt jetzt wahrscheinlich. Und Rockzieht, bin ja ein Goto. Wolf hat wahrscheinlich die Bohne verschlungen. Ja, das war doch in der Geschichte. Und der eine hat es doch erzählt. Und da liegt Kotze. Du bist mir eine Sau. Hallo. Auf ein Psst. Oh, mein verfluchter Schädel. Nie wieder zeche ich mit Rotbart. Oh, Sienna, das ist aber lange her. Du hast dich verändert. Ganz im Gegensatz zu dir, großer, böser Wolf. Obwohl mir scheint, dass du in schlechte Gesellschaft geraten bist. Und welche Gesellschaft soll ich mir suchen? Däumelinchens vielleicht? Ein Schnaps und sie liegt unterm Tisch. Aber was führt dich her? Du könntest doch was mit uns trinken. Was denn? Jetzt? Im Leben nicht. Ich kann kaum stehen, so verkatert bin ich. Hast du noch nie etwas von Kontergetränken gehört? Komm nicht in Frage. Und warum trinkst du? Musst du irgendwelche Sorgen ertrinken? Ich will ja nicht neugierig sein, aber du siehst nicht wie eine junge Herzogin aus. Man hat mir Titel und Geburtsrecht genommen und mich verbannt. Nenn es Familienkrach. Hör mal, wir suchen Zauberbogen. Hast du welche gesehen? Ich sollte auf einen davon aufpassen, aber... Wo ist sie? Rede! Psst! Nicht so laut! Ich kann noch viel lauter werden und dich auf noch mehr Arten überzeugen. Ah, jetzt kommen die Drohungen. Das sieht sie einer ähnlich. Hör mal, ich existiere nur, um ein Märchen zu spielen. Wenn das dein Plan ist, gerne jederzeit. Aber einfach wird es nicht. Rotkäppchen hat die Hufe hochgerissen. Wie? Tausendmal haben sie mich aufgeschlitzt, mit Wackersteinen vollgestopft und in den Brunnen geworfen. Als ihr nicht mehr kamt, habe ich beschlossen, es der Göre heimzuzahlen. Jetzt rottet sie im Brunnenschacht vor sich hin. Zusammen mit dem Jäger. Also können wir nicht spielen. Und ich bin nicht verpflichtet, mit euch zu reden. Weder über Bohnen, noch über irgendwas anderes. Also lasst mich in Ruhe. Verschwindet. Wolf ist ganz schön mies gelaunt. Das sollte dich nicht wundern. Er hat schließlich nicht darum gebeten, immer den Bösen zu spielen. Ein echtes Hundeleben. So, und was jetzt? Keine Sorge, ich werde mit ihm spielen. Oder besser gegen ihn.
Nur das Rotkäppchen brauche ich. Ich meine das Kleidungsstück, nicht die Leiche der armen Kleinen. Da bin ich froh. Du willst mir helfen? Das ist deine Chance. Auf in den Brunnen, raus mit der Kappe. Na, hopp hopp. Das ist kein Märchenwelt, das ist keine Märchenwelt, das ist eher eine Traumawelt. Na schön, auf in den Brunnen. Nein, wir vertauchen, glaube ich. Hey. Was liegt denn da unten am Grund? Ich will's haben. Bringt uns dann Spaß, wenn wir das nehmen. Nein, ich hab's nicht geschafft. Und? Hattest du Erfolg? Ja, schau mal, was ich habe. Das passt dir doch nie. Gib her. Wie sehe ich aus? Nicht übel. Gar nicht übel. Gehen wir zum großen bösen Wolf zurück. Lass mich raten. Du spielst die Enkelin. Mhm. Und du, und den, du Jäger. Den Jäger. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du Rotkäppchen nicht dabei hast. Kein Problem. Sienna kann für sie einspringen. Was? Na schön, ich kann es euch nicht verbieten. Enkeltochter, komm heran, mein Täubchen. Aber Großmutter... Was hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Hässlich und wild. Das liebe ich so an dem Mann. Habt ihr gesehen, wie schnell wir den im Vergleich. Lauf doch nicht weg. Kennst du mir ein bisschen? Zur roten Bohne gesagt hat? Ein Mensch hat sie. Und auf keinen Fall hat er sie verschluckt. Mhm. Dann machen wir ihm mal den Bauch auf. Kronkorken, falsche Zähne, Korkenzieher. Ah, na bitte. Die rote Bohne. Ach, endlich haben wir sie alle. Was ist denn? Ich frage mich, ob du überaus diskret bist oder ob diese Mutationen dich jeglicher Neugier beraubt haben. Willst du gar nicht wissen, was passiert ist? Was aus mir wurde, nachdem man mich verstoßen hatte?
da du es erwähnst. Ich würde gern den Rest hören. Mal sehen. Sie haben dich aus dem Herzogtum eskortiert. Ja, und die Elite der Ritter Toussaints machte nicht Halt. Bis zur Wildnis von Ketten. Da ließ sie mich sitzen. Mittellos. In einem zerrissenen Spitzenkleid. Als der Frost begann. Sie nahmen an, irgendwas werde mich schon fressen. Oder dass ich freundlicherweise einfach verhungere. Doch wie üblich habe ich alle enttäuscht. Ich wanderte wochenlang durch die Wälder. Grün und blau vor Kälte. Kaute Rindenstücke. Schließlich sah ich ein Licht. Ein Lager. Es waren Banditen. Bärtig, besoffen, blutbesudelt. Ich war sicher, sie würden mich schänden oder umbringen oder beides. Das ist wohl nicht passiert? Damals erfuhr ich, dass Räuber und Mörder bisweilen anständiger sind als Ritter in schimmernder Rüstung. Sie nahmen mich auf, wir gingen nach Nazair und ich tat, was ich konnte, um es ihnen zu vergelten. Ich legte einen schnellen Aufstieg hin und wurde schließlich Anführerin der ganzen Bande. Du hast was durchgemacht. Durchaus. Derweil meine Schwester sich in Daunenbetten von Barden besteigen ließ. Sie hat dich nicht verstoßen. Das verüble ich ihr auch nicht. Aber dass sie mich vergessen hat. Ihre Schwester. So, genug geschwatzt. Los! Aufpassen, dass unser Schwert du bist jetzt nicht. Oh, das ist ja fast verhopst. Stahlschwert. Dann fügt man das mal hier kurz mal ein. Sei ruhig. Ja, hier ist es. Her mit den Bohnen. Sind ja noch gekommen jetzt. Verdammt, bist du heftig. Wow. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell, sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, die geht in Deckung. Wirf sie rein! Hast du uns verarscht? Kassieren wir immer wie aufs Maul. Das ist echt schlimm. Die Zielgerade. Das sieht so komisch aus. Voll ungewohnt, so farbig für Witcher-Spiele.
Ein Zaubermärchen, Alter. Wer hätte das geglaubt? Ich glaube, ich wäre schon auf meinem Weg schon kaputt. Das alles in einer Illusion. Was waren das für Magier? Sie hat vorhin nichts gesagt. Was war da los? Erinnert mich an den Ogre, wo wir am Anfang getroffen haben. Das Dicke ist ja überhaupt kein Problem. Für eine Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Ich hab's doch gesagt, dieses Land ist verrückt geworden. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du mich nicht mehr. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Wirklich? Für was? Willst du mich benutzen, so wie Detlef? Nein. Ich hatte an etwas weitaus unkomplizierteres gedacht. Jetzt starr mich nicht so an. Ich brauche einen Mann, Geralt, und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Sieh es als letzten.